Herzlich willkommen zu den Videocutters der De Ola Mancha. Mein Name ist Per Holm und heute verkosten wir gemeinsam einen Wein, der Dominio de Gardel. Der Wein ist eine Cuvée aus Tempranillo und Syrah, Trauben aus ökologischem Anbau. Dieser Jungwein hat eine sehr jugendliche Farbe, purpurrot, violettere Verleckse am Rand. In der Nase zunächst Schokolade, Pflaume, aber auch Kräuter. Also es ist diese Mischung aus Tempranillo und Syrah. Lakritz ist etwas da. Und so ein leichter, erfrischender Hauch von Minze. Am Gaumen ein sehr saftiger Auftakt. Der Wein ist fruchtbetont. Dann kommt wieder diese kräuterige Würze ins Spiel. Ein Wein mit erfrischenden ätherischen Noten. Die rote Beerenfrucht ist wieder da. Diesen Wein, der sehr fruchtbetont ist, würde ich im Sommer leicht gekühlt, also bei 14 bis 16 Grad servieren. Und man kann ihn jetzt schon sehr, sehr angenehm trinken.